Hast du dich schon mal gefragt, wie Schmerzen überhaupt entstehen und was das Gehirn vielleicht mit deinen Rückenschmerzen zu tun hat? Dann bleib dran und schau dir das folgende Video an. Hallo Freunde der Gesundheit, heute haben wir in dem Video das Thema Gehirntraining gegen Rückenschmerzen. Das klingt ja erstmal ziemlich verrückt und was das Gehirn mit Rückenschmerzen zu tun hat, das erklären wir euch heute auch in dem Video. Und Ringo, du hast ja in der Zeitschrift von Aktion Gesunder Rücken demnächst einen Artikel zu diesem Thema Gehirntraining und Schmerzen geschrieben. Erzähl mir doch mal oder erzähl uns doch einmal, was dich dazu motiviert hat, diesen Artikel auch zu schreiben. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, seit vielen Jahren, ich habe im Prinzip Menschen mit ein und dem gleichen Problem. Und das Problem löse ich bei dem einen oder anderen durch das konventionelle Training. Wir machen Krafttraining, wir machen Dehnungstraining, wir stabilisieren die Gelenke. Und bei dem einen funktioniert es halt, bei dem anderen einfach nicht. Und das hat mich irgendwo einfach wahnsinnig gemacht. Und da habe ich überlegt, oh Mist, an was kann das eigentlich liegen? Und bin halt da auf die Suche gegangen, da einfach Lösungen dazu zu finden. Das ist wie so ein Puzzleteil, was irgendwie gefehlt hat in dem Ganzen. Und das Erste, was man sich dazu eigentlich fragen sollte, ist, Freddy, wie entsteht eigentlich Schmerz? Das ist letztendlich ja eine ganz wichtige Sache beim Verständnis zum Thema Schmerzen. Wo kommt der Schmerz her und was ist ursächlich dafür? Und da müssen wir einfach eines bedenken. Unser Gehirn ist der Auslöser für den Schmerz. Wir haben im Körper keine klassischen Schmerzrezeptoren, so wie das bisher angenommen wurde oder auch teilweise noch gelehrt wird. Denn wir haben Sensoren und Rezeptoren, die Dinge wahrnehmen können, wie Hitze, spitze Gegenstände oder andere Dinge. Aber unser Gehirn verarbeitet dieses Signal und entscheidet, was damit gemacht wird. Und da ist die Individualität, wie du es beschrieben hast, eben ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch hat sein eigenes Leben, ist so ein Individuum, das beim Thema Schmerzen eben genau die Problematik bei uns im Training eben oft durchkommt, dass die gleichen Maßnahmen nicht bei jedem Menschen helfen. Und da müssen wir eines berücksichtigen. Unser Gehirn ist dafür da, tagtäglich uns am Leben zu halten. Das Gehirn sorgt dafür, dass uns nichts passiert. Und es kontrolliert letztendlich über verschiedene Ebenen unseren Alltag und unser Bedrohungsrisiko. Ja, das heißt, wenn wir uns einen Eimer vorstellen, einen Bedrohungseimer im Körper oder im Gehirn, der nach und nach durch gewisse Dinge gefüllt wird. Ja, wir haben Stress, wir haben Leistungsdruck, wir sehen vielleicht schlecht, unser Gleichgewichtsorgan ist vielleicht nicht ganz optimal ausgearbeitet und trainiert. Dann gibt es Situationen, wo immer wieder eine Bedrohung dazukommt und irgendwann ist dieser Eimer eben voll. Und das Gehirn hat dann nur noch eine Möglichkeit, das macht das Ventil auf und löst im Körper eine Einschränkung aus, damit diese Bedrohung eben minimiert wird. Und in dem Fall meistens mit Schmerzsignalen. Genau. Und das ist letztendlich das Problem. Bei jedem Menschen ist dieser Bedrohungseimer anders gefüllt. Und das ist auch der Grund, warum der gleiche Trainingsplan bei der einen Person funktioniert hat, bei der anderen eben nicht. Da war der Bedrohungseimer eben noch zu arg gefüllt. Genau. Und was können wir jetzt eigentlich dafür tun, um diesen Eimer zu leeren oder die Schmerzen rauszukriegen aus dem Körper, Ringo? Also danke, Freddy. Also wenn man diese Tatsache jetzt berücksichtigt, müssen wir natürlich darüber nachdenken, was haben wir denn bisher getan? Und wir haben halt einfach, den Output trainiert. Wir haben die Muskeln stärker gemacht, wir haben die Muskeln beweglicher gemacht, wir haben das Gewebe beweglicher gemacht, wenn es verklebt war. Aber niemand hat irgendwie so richtig drüber nachgedacht, dass der Input vom Output kommt. Das heißt, das Auge, das Gleichgewichtsorgan, unsere Propriorezeption, das was wir spüren, liefert ja erstmal ein gewisses Bild zu unserem Gehirn. Das Gehirn modelliert daraus ein Ergebnis, meistens zum Beispiel eine Bewegung. Ich beuge meinen Arm. Das Gehirn kann aber die Informationen, wenn sie schon fehlerhaft und schlecht ankommen, nicht in die bestmögliche Information umwandeln. Und dann kommt vielleicht sowas raus, dass ich meinen Arm halt irgendwie so beuge. Und das ist das Problem. Deshalb sollten wir unbedingt anfangen, den Input vor dem Output zu regulieren. Und dazu möchten wir euch einfach jetzt mal ein paar Übungen zeigen. Gut, jetzt machen wir ein paar Übungen für dein Gehirn. Ja, so wie wir gerade schon besprochen haben, müssen wir das Gehirn auch wirklich in verschiedenen Formen trainieren, damit wir eben die Schmerzsignale im Körper auch reduzieren können. In dem Fall fangen wir mit deinem Auge an, also mit dem visuellen Sinn. Der visuelle Sinn macht
70% mindestens von den sensorischen Input-Signalen aus. Das heißt, dein Gehirn nimmt einfach ganz, ganz viel über das Auge wahr. Deswegen fangen wir mit dem Auge auch an. Und die erste Übung ist der sogenannte Augenliegestütz oder Pencil Push-Up. Dazu kriegst du einen Stift in die Hand. Du stellst dich einfach ganz bequem hin. Du darfst den Stift mal mit gestrecktem Arm gerade vor die Nase halten, fixierst mit den Augen bitte den roten Deckel, bleibst auch auf einem Punkt und fährst den Stift jetzt ganz langsam zur Nasenspitze ran, bleibst in der Position für 1-2 Sekunden und fährst dann wieder gleichmäßig langsam von der Nase weg, bis der Arm wieder gestreckt ist. Das Ganze könnt ihr 5-10 Mal am Stück machen. In langsamer Geschwindigkeit reicht das völlig aus von der Wiederholungszahl. Dann merkt ihr den Effekt und neurologisch passiert genau das, was wir erzielen wollen. Wichtig dabei ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr kontrolliert werdet, wie die Augen sich bewegen, dann lasst das auch anschauen und kontrollieren. Denn es kann gut sein, dass ein Auge nicht so gut flüssig in die Bewegung mit eingebaut wird. Und dann solltet ihr genau dieses Auge isoliert trainieren. In dem Fall spielen wir das mal durch. Ringo, dein linkes Auge ist super, dein rechtes Auge funktioniert nicht. Hebe dir, nein, genau andersrum. Wir wollen das linke Auge zuhalten. Das rechte, was nicht funktioniert hat, wird jetzt isoliert trainiert. Du darfst wieder zur Nasenspitze ran. Jetzt darfst du ein bisschen nach innen fahren zu mir und dann wieder in die Distanz gehen. So habt ihr noch einen etwas stärkeren Trainingseffekt für das eine Auge. Nach 5-10 Wiederholungen könnt ihr gerne nochmal kontrollieren, wie funktioniert das mit beiden Augen. Und im Normalfall ist es so, dass das Auge deutlich besser läuft als vorher. Gut, Ringo, nach den Augenliegestütze gehen wir jetzt noch in eine zweite Augenübung rein. Und zwar brauchen wir auch die sogenannte Blickverfolgung. Dazu behältst du deinen Stift in der Hand, fängst in der horizontalen Ebene an, du guckst auf die rote Kappe und fährst jetzt mit dem Stift von rechts nach links und folgst mit den Augen diesem Stift. Versuch, den Kopf wirklich stabil zu halten. Als Kontrolle kannst du gerne deine Finger mit der linken Hand an dein Kinn legen, genau um die Bewegung des Kopfes zu minimieren. Na, bleib noch ein bisschen stabiler und versuch nur die Augen zu bewegen. Den Rumpf auch stabil halten. Genau. Und dann fährst du auch 5-10 Mal mindestens in jede Richtung. Der Abstand zur Nase ist durchaus entscheidend. Je weiter weg, desto weniger anstrengend ist das für die Augen. Je näher dran, desto anstrengender wird das für die Augenmuskulatur. Sucht euch da einen Abstand aus, der für euch wirklich erträglich ist und angenehm ist. Und dann macht ihr das Ganze eben so 5-10 Mal in jede Richtung. Wir gehen in die Vertikale. Das heißt, du führst den Stift von oben nach unten. Auch so weit führen von unten nach oben, wie du mit den Augen auch gut hinterherkommst. Und achtet wirklich darauf, dass jeder Zentimeter dieser Stiftbewegung auch von den Augen verfolgt wird. Das heißt, du musst jetzt ein bisschen langsamer werden, Ringo, weil deine Augen gerade hin und her gesprungen sind. Genau, jetzt bist du voll drauf und die Augen müssen flüssig in der gleichen Geschwindigkeit wie der Stift sich mitbewegen. So ist gut. Genau hier auch 5-10 Wiederholungen in jede Richtung. Dann habt ihr schon einen ordentlichen Trainingseffekt erzielt. Gut, super, Ringo. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir das Visuelle letztendlich abgehakt, wobei das Visuelle mit dem Gleichgewichtsorgan zusammenhängt oder sehr stark zusammenhängt. Deswegen bauen wir jetzt bei den nächsten zwei Übungen beides zusammen mit ein. Das heißt, wir machen etwas für eure Gleichgewichtsorgan und gleichzeitig aber auch noch für die Augen. Und dazu machen wir sogenannte Blicksprünge bzw. Sakkaden. Du darfst einmal deine Daumen rechts und links jeweils nach außen führen, genau ruhig so weit nach hinten, wie es geht. Und jetzt geht der Kopf auf eine Seite, der Blick schaut auf einen Daumennagel, also fixiert er wirklich auch einen Punkt auf eurem Daumen und jetzt springt der Kopf in der Rotation auf den anderen Daumen und der Blick geht eben mit. Das heißt, der Kopf und die Augen bewegen sich hier gleichzeitig und hier bewegt ihr bitte den Kopf so schnell, dass ihr eben immer noch die Punkte, die ihr fixiert auf den Daumen, noch scharf sehen könnt. Wenn der Daumen anfängt zu wackeln, zu springen, müsst ihr dort einfach ein bisschen langsamer sein oder auch länger auf den Daumen schauen. Das Ganze macht ihr ungefähr 30 Sekunden, könnt es auch gerne ein bisschen länger machen, das ist erstmal nicht so das Problem, aber 30 Sekunden sollten es mindestens sein. Und hier noch als Tipp, wenn ihr das noch ein bisschen erschweren wollt vom Stand her, jetzt stehe ich recht eng auf einem Punkt, das ist so mittelschwer, würde ich die Füße noch auf eine Linie setzen. Wichtig ist aber, dass es nicht zu instabil ist. Genau, also, das ist ganz wichtig. Wenn es wackelt, ist es zu gefährlich, deshalb ich stehe ein kleines bisschen breiter und mache dann die Übung. Jetzt ist für mich schon wesentlich schwerer, das Gleichgewicht zu halten, aber ich bin noch stabil genug. Genau. Wir dürfen uns hier nicht überfordern. Das heißt, wir müssen immer eine Position finden, wo wir die Übung noch gut ausführen können und nicht zu sehr an unsere Grenze stoßen. Da ist unser Nervensystem dann ganz schnell beleidigt und setzt den Trainingsreiz eben nicht mehr so gut um.
Super, jetzt machen wir noch die anderen Blicksprünge. Die gehen in der vertikalen Ebene. Du stellst dich gerne wieder in so eine kleine Schrittstellung hin. Jawohl, nicht zu instabil. Und jetzt kann man entweder einen Blick oder einen Fixpunkt auf dem Boden und an der Decke suchen oder wieder mit den Daumen arbeiten. Einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten. Und jetzt geht der Kopf mit dem Blick von oben nach unten. Genau, gleiche Geschwindigkeit, also Vorgabe für die Geschwindigkeit. Die Daumen müssen klar erkennbar sein und dürfen nicht zu wackelig oder unscharf werden. Das Ganze auch wieder für mindestens 30 Sekunden und dann habt ihr die wichtigsten Kanäle bzw. das Gleichgewichtsorgan in den wichtigsten Ebenen trainiert, die für den Alltag auch ganz, ganz wichtig sind. Und wenn wir durch Verbesserung des Gleichgewichtssystems und auch der Augen unserem Gehirn bessere Signale liefern, dann sorgt es dafür, dass wir im Alltag deutlich weniger Bedrohungsreize bekommen und unser Eimer einfach viel langsamer gefüllt wird oder sich auch wieder schneller leeren kann, wenn wir da eben im Alltag keine Probleme mehr haben. Deswegen sind diese Übungen so wichtig und so super funktionell gegen die Schmerzen. Super, jetzt haben wir die zwei wichtigsten Bereiche, visuell und Gleichgewicht, trainiert. Und jetzt machen wir noch was, um wirklich gegen Rückenschmerzen anzugehen. Sind die Nerven ja meistens auch beteiligt, vor allem wenn Personen jetzt im hinteren Bereich, unterer Rücken, vielleicht sogar mit ausstrahlenden Schmerzen übers Bein, übers Gesäß nach unten Probleme haben. Da müssen wir jetzt auch an eine Nervendehnung gehen, also an sogenannte Nerve Glides nennt man das im Englischen. Da geht es einfach darum, weil die meisten Nerven oder die Hauptnerven, die jetzt auch mit Rückenschmerzen zusammenhängen, eben in der Lendenwirbelsäule, im Rückenmark entstehen oder entspringen und dann über die Beine vorne oder hinten rumziehen, können wir mit dieser Übung oder mit der nächsten Übung ganz, ganz schnell letztendlich auch die Schmerzen lindern. Ja, das merkt man auch recht gut. Der Unterschied ist zu klassischen Muskeldehnen bei den Nervendehnungen, dass wir die Intensität deutlich runterfahren. Der Fokus steht jetzt nicht mehr auf dem Gefühl im Muskel selber. Die Muskulatur wird mit Sicherheit auch spürbar sein, aber geht da bitte nicht zu intensiv ran. Das heißt, wenn man eine Schmerzskala nimmt von 1 bis 10, bleibt im Bereich 3 bis maximal 4. Das reicht hier völlig aus. Gut, für die nächste Übung, für die Dehnung brauchen wir einen Stuhl. Ringo, du darfst dich einmal mit deinem Gesäß draufsetzen, schön nach vorne an die Kante rutschen, aber bitte noch stabil sitzen. Das rechte Bein steht jetzt im Fokus in der Dehnung. Dazu das rechte Bein mal gestreckt, quasi mit der Ferse auf den Boden bringen. Und dann ganz wichtig, wir müssen das Bein nach innen führen, auf die Gegenseite sozusagen. Und jetzt das Sprunggelenk nach vorne kippen. Das heißt, die Fußsohle auf den Boden drücken und die Zehenspitzen auch nach unten drücken. Das heißt, ihr wollt versuchen, mit der gesamten Fußsohle und den Zehen den Boden zu berühren. Dabei ist jetzt ganz wichtig, dass wir die Hüfte auf der rechten Seite ein bisschen nach hinten ziehen, dass wir quasi das Bein in Länge bringen. Die Ferse ist ja auf dem Boden fixiert, also ruhig Druck aufbauen. Der Rücken ist gerade, das heißt, das Becken ist jetzt erstmal in der neutralen Stellung. Und jetzt dürft ihr mit dem Oberkörper langsam nach vorne gehen. Ja, ihr könnt euch am Stuhl festhalten, ihr könnt aber auch, wenn es ein bisschen intensiver sein soll, die Arme nach vorne nehmen. Stellt euch vor, ihr legt die Arme auf einem Tisch ab und gleitet mit den Armen auf der Tischfläche nach vorne und wieder zurück. Wie gesagt, denkt daran, der Schmerz sollte hier nicht wirklich stark sein. Ein leichter Zug auf der Rückseite ist völlig in Ordnung. Ihr könnt es am Schienbein spüren, am Sprunggelenk spüren. Das ist letztendlich sehr individuell, wo ihr diese Nervendehnung auch spürt. Jetzt könnt ihr zusätzlich, weil wir die Nerven ja im Lendenwirbelsäulenbereich auch aktivieren bzw. dehnen wollen, eine Rotation mit einbauen. Wenn wir vorne sind, der Ringo ist jetzt in der vorgebeugten Position, dreht er sich mal auf die linke Seite und wieder zurück. Genau, da könnt ihr einfach mit dem Gefühl ein bisschen spielen, wie weit ihr geht. Das Ganze solltet ihr insgesamt irgendwo zwischen 30 und 60 Sekunden machen. Das reicht am Anfang aus. Und vor allem erstmal darauf achten, dass die Fußstellung bleibt. Ringo, den Fuß wieder nachdrücken. Genau, ganz wichtig, dass wir die Nerven hier auch wirklich mit involvieren können. Ja? Das Ganze eben für die gesamte Dauer durchmachen. Rotation, vorschieben, zurückgehen und danach das Bein wechseln. Und bitte auf beiden Seiten natürlich gleichmäßig durchführen. Ja, das merkt man schon in der Hüfte, gell? Genau. Ja, also es kann durchaus sein, dass ihr auch auf der einen Seite spürt, da merke ich es in der Hüfte, auf der anderen Seite ist es irgendwo anders. Aber das ist völlig normal und der Effekt ist trotzdem da und ihr werdet merken, dass euch danach zum Beispiel das Anheben vom Bein viel leichter fällt. Probiert es einfach mal aus und wenn es euch gut tut, macht das einfach regelmäßig und somit sorgt ihr dafür, dass euer Gehirn besser trainiert ist und weniger Schmerzoutput erzeugt wird und damit vielleicht die Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen auf einmal verschwinden und weg sind. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann haben wir erstens den Trainingsplan nochmal zusammengefasst zum Download. Ja, und abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like. Genau. Und wir würden uns freuen, gebt uns Feedback, weil das ist ja ein ganz, ganz neues Thema. Probiert es einfach mal aus, schreibt uns einfach.
ja, viel Spaß beim Training, euer Team von Sandro. Bis bald.